Ich habe im Jahr 2007 erfahren, dass seit 1892 die Wissenschaft am Thema bioabsorbierbarer, transformierbarer, metallischer Legierungen, Implantate arbeitet, dass es bis dahin keine Lösung, keine marktreifen Produkte gab, dass alle, die daran gearbeitet hatten, trotz Riesenzeit- und Geldeinsatz an Biokompatibilität und Stabilität gescheitert waren. Und ich habe an dem Abend gesagt, das ist ein Problem, das werde ich lösen. Und habe dann im Januar 2008 dieses Unternehmen gegründet mit der Vision, ein metallisches, bioabsorbierbares Implantat zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Das ist uns in 5 Jahren gelungen. Das heißt, nach 116 Jahren, die das nicht erfolgreich war, haben wir dann in 5 Jahren geschafft, ein marktfähiges Produkt in den Markt zu bringen. Im Jahr 2013 haben wir den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft dafür gewonnen. Zunächst mal haben wir ein Produkt, was weltweit einzigartig ist. Wir sind in der Lage, über unseren neuen Werkstoff Magnesix, eine Magnesiumverbindung, ein Implantat, zurzeit Schrauben und Pins herzustellen, die die Stabilitätswerte von bisherigen Implantaten im Markt, nämlich Titan und Stahl, haben und auf der anderen Seite sich selber auflösen. Wir kennen auch solche Implantate im Markt, aber wir verbinden praktisch die wenige Stabilität von Polymerimplantaten und die gute Auflösbarkeit mit der Stabilität von Titanimplantaten. Das ist der ganze Clou und das ist das, worauf der Anwender im Grunde auch gewartet hat. Wir haben über 27.000 Implantate im Markt, etwas weniger an Operationen, weil manche Implantate ja auf Lager liegen, aber wir überblicken ungefähr 15.000 Operationen. Wir haben aus diesen ungefähr 700 Rückmeldungen bekommen, davon haben wir 27 so eingestuft, dass wir sie überprüfen müssen. 4 sind an die offiziellen Behörden gemeldet worden und davon sind 0 Fälle aufgetreten, bei denen die Behörden gesagt haben, das ist eurem Implantat zuzuordnen, sondern sie haben gesagt, das hätte mit einem anderen Implantat auch passieren können. Also zum Beispiel, wenn ein Knochen mal nicht heilt, das passiert mit Titan, mit Stahl, mit Polymeren oder eben auch mit unserem Implantat. Es bereitet uns nie ein Problem, einen Patienten zu überzeugen, der erkennt es sofort und ich kenne keinen, der das Produkt nicht toll findet und der das Produkt nicht sofort einsetzen würde. Die Krankenkassen bezahlen unser Produkt. Die Ärzte sind diejenigen, die eigentlich den geringsten Vorteil haben, die ihre Gewohnheiten ändern müssen und die ein gewisses Risiko eingehen, weil sie eine neue Technologie verwenden. Das heißt, der Hauptfokus unserer Vertriebsbemühungen liegt auf den Ärzten. Und es ist sicherlich sinnvoll, und zwar sowohl aus Sicht des Patienten als auch aus Sicht der Krankenkassen, als auch aus Sicht der Krankenhäuser, dass Zweitoperationen, die auch für den Arzt und für das Krankenhaus wesentlich weniger bringen, also die Rentabilität einer Zweitoperation ist deutlich geringer, die Kosten dafür sind deutlich geringer. Das heißt, es ist auch für einen Arzt und für ein Krankenhaus positiv, Erstoperationen zu machen und dort mehr zu machen. Und in Zeiten einer Tendenz, wo Krankenhäuser nur dann noch eine Operation durchführen dürfen, wenn sie auch eine gewisse Fallzahl, das ist ja gerade in der aktuellen Diskussion, denke ich, macht es durchaus Sinn, den Erstteil, der wirklich wichtig ist, zu intensivieren und dort zu steigern, als auf Zweitoperationen zu setzen. Wir haben an entscheidenden Stellen wirklich Durchbrüche erreicht und Quantensprünge und Meilensteine genommen in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben mit dem Economic Development Board, dem EDB, des Staates Singapur, eine schriftliche Zusage und wechselseitig verbindliche Vereinbarungen geschlossen mit dem EDB, die eine starke Förderung unseres Unternehmens beinhalten. Und ich sage mal, wenn man sich diese 50-jährige Erfolgsgeschichte
im ökonomischen Bereich des Staates Singapur ansieht, dann glaube ich, man kann sagen, das ist das ökonomisch erfolgreich geführteste Land weltweit in der relativen Entwicklung gewesen in diesem Zeitraum. Und dass ein Staat wie Singapur, vertreten durch seinen Economic Development Board, sich entscheidet, ein Unternehmen aus Hannover für den Auf- und Ausbau in Asien mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Ein Staat, der ja auf höchste Innovationskraft, auf höchste ökonomische Stringenz setzt. Das ist für uns ein großes Ehrenzeichen, ein großes Ehrenabzeichen, wenn Sie so wollen. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Es war ein Due Diligence-Team des EDB bei uns vor Ort in Hannover und hat das Unternehmen wirklich fundamental durchleuchtet und analysiert. Das heißt, ich glaube, das ist für uns auch nochmal ein Qualitätsnachweis unserer eigenen Leistungskraft. Und es ist natürlich auch toll, weil es uns hilft, weil es uns finanziell hilft und auch in den Kompetenz- und Wissenschaftsclustern dort hilft, auch jetzt den asiatischen Markt zügig zu erschließen für Singapur, für den ASEAN-Bereich, aber auch dann für Länder wie China und andere, die man natürlich aus Singapur leichter erschließen kann als vom fernen Schreibtisch in Hannover. Ja, das ist der zweite wirklich fulminante Durchbruch, der uns gelungen ist. Wir haben einen asiatischen institutionellen Investor für uns gewinnen können, der sich nicht nur mit einem Multimillionen-Euro-Betrag im Rahmen eines Convertible Bond hier einbringt, um auf AG-Ebene, übrigens auf Syntellix AG-Ebene, um natürlich dann auch den Auf- und Ausbau in Asien vorrangig mitgestalten zu können. Das ist auch wieder ein großer Vertrauensbeweis in die Attraktivität dieses Unternehmens, dass wir schon jetzt als Startup in Hannover eine Phase erreicht haben, wo asiatische institutionelle Investoren sich in dieser Form für uns interessieren. Der Investor, der konkret bei uns interessiert, Wintop Capital, ist dabei doppelt attraktiv, weil er nicht nur viel Geld einbringt, sondern weil er gerade in China und Japan über ein herausragendes Beziehungs- und Kompetenz- und Erfahrungscluster verfügt. Wenn man die Mission und den Wunsch hat, einen Teil dieser Medizinwelt disruptiv, positiv zum Patientenvorteil zu verändern, dann muss man natürlich den größten Medizinmarkt der Welt immer im Auge haben. Die USA sind nach wie vor der größte Medizintechnikmarkt der Welt. Die FDA ist, wenn Sie so wollen, die Kathedrale der biomedizinischen Exzellenz im Hinblick auf Regulierungsanforderungen. Wir waren ja schon auf verschiedenen absoluten Hightech-Regulierungsebenen erfolgreich. In Europa mit dem CE-Approval, in Israel, wo das Anforderungsniveau exorbitant hoch ist, in Singapur bei der HSA, wo wir auch die Zulassung erhalten haben bei exorbitant hohem Anforderungsniveau, in Australien und ich müsste ja verrückt sein, wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender bestreiten würde, dass der US-Markt für uns natürlich von besonderer Attraktivität ist. Wir wollen jeden Tag, Tag für Tag, demütig, konzentriert, zielorientiert daran arbeiten, immer ein Schrittchen weiter in der Markterschließung, in der Entwicklung neuer Produkte, auch weiterhin Stockfehler vermeiden, auch weiterhin eine blütenrein weiße Qualitätsweste haben. Das ist die Richtung, in der wir gehen wollen. Ambitioniert, ehrgeizig, demütig, bescheiden, konzentriert und fehlervermeidend. Und ob das Potenzial dann noch eine Zehnerpotenz höher ist am Ende oder nicht, das werden wir sehen. Ich bin durchdrungen von der Überzeugung, dass wir in der Medizin, genauso wie wir einen Übergang von der Stahlwelt in die Titanwelt hatten, werden wir den Übergang der Titanwelt in die Magnesiumwelt erleben. Und dann hoffen wir, dass in dieser Magnesiumwelt unser einzigartiges Material Magnesix auch zukünftig einen herausragenden Stand hat. Per heute sind wir der Weltmarktführer bei bioabsorbierbaren, transformierbaren metallischen Implantaten.